Mijn naam is Alex de Boer. Ik ben de gründer en ontwerper voor derde twee neoprenanzüge. Ik heb in 1995 angefangen en damit schon over 20 jaar ervaring in het neoprengeschäft. Ik ben abstudiert als engineer en aerodynamica en zwemmen zijn mijn passion. En onze slogan Innovation Never Stops komt zeer goed terecht. Het is jedes Mal wieder eine Herausforderung, um unsere Neoprenanzüge noch schneller, noch elastischer, noch bequemer zu machen. Und darum lade ich euch gerne ein in die Welt von Dare to Try. Der Grund, dass unsere Preise so kompetitiv sind, liegt daran, dass wir unsere Verkaufskanäle so kurz wie möglich behalten und damit quasi direkt mit euch Geschäft machen. In unserer Firma arbeiten wir mit einem Athletenberatungsteam. Es sind 15 Athleten, die beraten uns über Ideen, Änderungen für die Neoprenanzüge oder Bekleidung. Und sobald wir dann die Muster haben, wird das auch wieder mit das Team getestet. Und wenn alle zufrieden sind, erst dann wird es angeboten. Wenn alle zufrieden sind, erst dann kommt es auf die Website. Alle unsere Produkte haben ein Jahr Garantie. Das Garantie steht auf Herstellerfehler. Es ist natürlich immer möglich, dass etwas passiert, da die Neoprenanzüge mit der Hand hergestellt werden. So, hier beim Dare to Try bieten wir drei verschiedene Freestyle-Neoprenanzüge an. Wir haben unsere Mach 2, eine Mach 3 und eine Mach 4. Was sind die Unterschiede? Die Unterschiede sind folgendes. Erstes Mal das Material. Die Mach 2 hat ein 39 Zell Neopren. Die Mach 3 und die Mach 4 haben ein 44 Zell Neopren. Wie höher das Neopren Nummer, lassen wir sagen, wie höher die Auftrieb und wie mehr Flexibilität. Also diese Flexibilität ist absolut mehr als zum Beispiel bei der Mach 2. Dann ist die Beschichtung. Die Beschichtung bei der Mach 2 ist ein SCS-Coating und der Mach 3 und der Mach 4 hat es ein Glide-Skin-Coating. Das ist super glatt, damit man sehr wenig Wasserwiderstand hat beim Schwimmen. Dann andere Unterschiede sind, dass die Krage, das ist ein Einzelkrag, das ist ein super bequemes Krag, aber es kann sein, dass das Wasser dadurch in das Anzug kommt. Bei der Mach 3 und der Mach 4 ist ein Doppelkrage und die Krage die klebt an den Nacken, dadurch, dass Wasser nicht in den Anzug kommt. Dann die Bewegungsfreiheit. Das ist da unterschiedlich. Erstens mal, dieser hat einen Arm von 2,5 mm hier mit einem Four-Way-Stretch an der Innenseite. Diese hat 2 mm Arme, sind noch dünner. Und in die Kombination mit dem 44 Zell Material ist das super dehnbar. Und an die Innenseite ist die Leinung auch ein Four-Way Super Stretch Material. Die Mach 4 aber, die hat 1,5 mm in die Arme, ist noch dünner und ist wirklich wie ein Gummi. Und an der Innenseite ist ein vorgedehntes Leinung oder Innenmaterial gemacht, damit wir noch mehr Bewegungsfreiheit generieren können. Dann sieht man, dass bei der Mach 2 ist es ein Körperteil oder Körperpanel und bei den anderen zwei hat es sich das geteilt. Dieses Modell hat dieses Teil so gemacht, dass man mehr Freiheit hat in der Erholungsphase. Und das ist bei der Mach 4 ist Erholungsphase, das Teil noch ein bisschen größer und auch das Material ist dünner. Das ist 2 mm und dies ist 2,5 mm. Dann gibt es so, das ist 5, wie gesagt, da ist auch 5, 5.
Hier is 5, 5, 5, 5. Om die in de kniebereiken zien bij deze twee aanzuigen is het 2,5 mm. Damit die venen in het kniebereik niet zo abgesnoerd werden. Beide aanzuigen, die macht 2, die macht 3 en die macht 4, hebben in die benen en op die armen hebben die zogenaamde aquapanels. En die panels zorgen ervoor dat het materiaal langer onder die arm, dat men beter pushen kan, sozusagen. Dat men ook sneller voorwaarts komt. Das grote Unterschied tussen die beide Anzüge is dat deze, die Rips sozusagen, die sind 1,5 mm hoog. En bij deze sind die 2 mm hoog. En die is een beetje meer viereckig. So, die grippanelen van die Mach 4 gegenüber die Mach 3 zijn anders, damit met deze het water langer onder die armen blijft. So, deze drie modellen, dat het water langer onder die armen blijft. Nog een ganz wichtiges Unterschied zijn die stabiliteitspanelen. Die Mach 2 hat hier keine, aber die Mach 3 und die Mach 4 haben hier Stabilitätspaneele. Ja, da mal in Silber. Das große Vorteil ist, dass mit diesem Anzug deine Wasserlage besser ist und dass man stabil ins Wasser schwimmen kann. Das spürt man wirklich, wenn man den Neos testen würde oder wenn man das erste Mal ausprobiert. So, wir haben bei der 3 dann drei Anzüge, die macht 2, 3 und die 4. Und die alle sind die unterschiedlich in Preis, sind unterschiedlich in Auftrieb, Flexibilität und in Komfort sozusagen. Die macht 2 ist mehr ein Anfängeranzug, die macht 3 ist mehr ein auf Englisch gesagt Advanced Athlete Anzug und die macht 4 ist mehr ein kompetitiver Anzug. Und die Frage, die ich jetzt noch habe an euch, ist, do you dare to try?